Was willst du, Mora? Wollt nur mal kurz quatschen, okay. Puh. So, jetzt aber endlich mal Puls senken hier. Meine Güte. Held, kann es sein, dass du mit der falschen Seite der Spitzhacke zuschlägst? Das ist irgendwie... Naja, egal. Ich würde ja die spitze Seite nehmen, der Spitzhacke. So. Zu schwer. Das dachte ich mir, da war es auch noch völlig unnötig gewesen. Okay, die Orks, ich weiß nicht, ob die jetzt hier bleiben und hier verharren werden. Aber wir... Süß, liegt ein Köpfchen rum. Aber wir werden wieder aufbrechen gen Bensala. Und werden dort nun unsere rechtmäßige Belohnung einheimsen. Meine Güte, sieht's ja aus. Hier muss echt mal einer aufräumen. Puh. Das war anstrengend. Ganz ehrlich, das war wirklich anstrengend. Nee, euch bekämpfe ich jetzt nicht. Ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, irgendeinen Untoten jetzt zu bekämpfen. Das brauche ich jetzt gerade echt nicht mehr. Und wo zur Hölle? Held, warum tust du mir das an? Warum nimmst du ständig deine Waffen ab? Was soll das? Ach, ich weiß wieso. Ach, ich bin blöd. Natürlich wegen der Spitzhacke. Natürlich. Wenn ich die Spitzhacke benutze, steckt er die Waffen weg. So, mal kurz gucken. Okay. Gehen wir da lang. Meine Güte, ich habe hier so rumgeschrien. Ich glaube, ich bin dann total heiser. So, ich müsste eigentlich mal was trinken, aber ich brauche meine zwei Hände gerade zum Steuern. Mal gucken, vielleicht kommen wir mal wieder in ein längeres Gespräch hier rein, dann kann ich mal wieder was trinken nebenbei. Jetzt muss ich halt erstmal mit dem kratzenden Hals leben, was soll's. So, da sind ja schon die Tore von Bensala und dann haben wir das auch geschafft. Und mich würde mal kurz interessieren, was haben wir denn für einen Ruf hier? Das ist Lago mit den 60, hier. 55 in Bensala. Die Rettung von Bensala müssten wir jetzt eigentlich abgeschlossen haben. Geschäft mit Basir, Fressen für die Geier, Plündergut können wir nicht abschließen. Wo kriegen wir jetzt einen Teleportstein her? Würde mich wirklich interessieren. Liegt vielleicht wieder irgendwo einer auf einem Fass rum oder so? Ich guck mal kurz hier. Hier liegen Münzen? Nee, das war keiner. Okay. Ich guck mal ganz kurz die Häuser durch, ob irgendwo... Ach, Miguel macht sich's hier bequem, okay. Ob wir irgendwo einen Teleportstein finden. Das wäre ja schon ganz praktisch. Weil ich dann nämlich mal nach Metana aufbrechen könnte, um Basir die Fresse zu polieren. So, bei dir gibt's nichts, Jordas. Mit dem reden wir mal von hier oben, mit dem Enzo. Nein, gibt auch nichts. Okay, haben wir hier zufällig einen Stein. Eine Truhe, ich will aber nichts ausnehmen hier, weil die dann wieder böse auf mich sind. Liegt hier zufällig einer rum, ein Teleportstein? Nein, natürlich nicht. Aber viel Gehacke liegt hier rum offenbar. Okay, hier? Die liegen noch meistens auf irgendwelchen Tischen rum, in irgendwelchen unscheinbaren Zelten oder so. Oder halt mal auf einem Fass. So, Brot und Wein brauchen wir gerade nicht. Ich guck mal ganz kurz am Eingang der Mine nach. Das scheint für mich auch so ein Ort zu sein, der prädestiniert wäre, aber es sieht nicht danach aus. Ach komm, ich gehe gleich mal rein. So tief ist sie ja nicht. Halt! Haben wir die schon ausgenommen? Nein, natürlich nicht. Ich muss bloß dran denken, ihm wieder die Waffe auszurüsten dann. So. Bei magischem Erz, da bin ich mal so frei und mach das noch eben. Was ist denn das hier für eine Lücke? Da hat wohl jemand nichts zu tun gehabt. Ist ja wie bei Minecraft hier einfach mal so einen Gang reingeschlagen oder so. Okay. Goldader? Nichts zu holen. Stimmt, die hatten wir schon. Okay, Blick gen Boden gerichtet. Ich suche einen Teleportstein. Keiner da. Schade. Gut, dann gehen wir mal jetzt aber ganz schnell zu Daro. Hier ist er, Daro, ich glaube, ne? Und werden dann mal schauen, was wir da als Belohnung kriegen. Vielleicht liegt da auch dort ein Teleportstein rum. Und dann werde ich jetzt auch nicht mehr so lang machen. Ich werde noch bis nach Bakaresh gehen ansonsten und werde dann Schluss machen, denn ich merke schon, mein Kater hat Hunger. Der umschlängelt mich ja schon und bettelt. Ha! Teleportstein. Sehr gut, ich wusste, irgendwo ist einer. Okay. Dass ich die immer so durch Zufall finde, ist geil. So. Ich war im Tempel. Dann ist das Böse besiegt. Wir stehen in deiner Schuld. Geh zu Julio.
und bringe ihm die erfreuliche Nachricht. Er wird unsere Schuld bei dir einlösen. Sehr gut, und ich konnte mal einen Schluck endlich nehmen. Das fühlt sich schon viel besser an. Julio! Ich hab was zu sagen. Hier, deine Stadt ist sicher, Alter. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich danke dir, Vater der Tapferkeit. Ich wusste es. Direkt als ich dich gesehen habe, wusste ich, dieser Mann wird uns retten. Ja, ja. Ja, ja, schon gut. Genug der Worte. Lass mich dich mit Gold überschütten. Alter Schleimer. 100, 200, 300, 400 und 500 Gold erhalten. Ist ja super. Ihr hättet auch gleich 1500 Gold, müsste es ja sein, ne, hinschreiben können, oder? 500, 400 sind 900, plus 300 sind 1200. Ja, genau, sind 1500 Gold. Okay. Ja, Dickerchen ist gut, du kriegst gleich was. Du kriegst gleich was, Dickerchen. Okay, er bettelt wirklich, er scharrt hier schon am Tisch rum. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, so ein... Das ist hier der... Sind die metallenen Stuhlbeine, diese Tischbeine hier. Und das Tier scharrt daran, weil es um... Hört man das? Moment, ich halte mal mein Mikro hin. Hier, Dicker. Schön. Habt ihr das Schnurren gehört? Also ich habe es gehört durch die Ohrstöpsel. Dann sollte man das Schnurren gehört haben. Gut, wir teleportieren uns jetzt mal fix hier. Ja, Dickerchen ist gut. Okay, wo müssen wir denn hin? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Geldern? Was? Geldern? Nein, Geldern war es nicht. Monterra. Moment, war das Monterra oder war das Silden? Monterra, oder? Ich probiere es mal mit Monterra. Ich glaube, in Monterra war Basir. Mit dem haben wir ein ernstes Wörtchen zu reden. So, geht's dann hier mal weiter? Achso, das dauert ein bisschen, weil das ein etwas weiteres Stückchen ist. Je weiter der Weg, desto länger braucht das Spiel zum Laden, möchte man an dieser Stelle mal anmerken. Deswegen hat das jetzt gerade ein bisschen gedauert. So, hast du dich dann wieder gefangen? Basir, mein Freund! Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Das war nicht ganz das, was ich machen wollte. Moment, ich speichere mal. Wir haben schön Gold gekriegt, das ist gut. Und ein Rufpunkt bei einem Assassinen ist noch besser. So, ich speichere mal, weil ich nicht weiß, ob die mich jetzt hier alle gleich hassen, wenn ich Basir umbringe. Oder nicht. Wenn ja, habe ich ein Problem. Dann weiß ich nämlich nicht, wie ich das machen soll. Glaubst du? So, getötet wird jetzt. Scheiße! Scheiße! Ich hab's nicht so gemeint. Ach fuck, komm, wir laden nochmal. Mist. Tja, wie machen wir das? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Genau. Das wird jetzt ein bisschen, naja. Komm, lad schneller. Lad schneller. Und zwar fordern wir Basir zum Duell. Und dann locken wir ihn in eine finstere Gasse und schlitzen ihm dort den fetten Wanst auf. Jetzt hat's das Katertier aufgegeben. Okay, Basir. Waffe. Ich hab's schon wieder vergessen. Okay, Schwert und Schild und los geht's. Glaubst du das? Folge mir! Folge mir unauffällig. Komm, Basir. Komm. Ich steck schon mal die Waffe weg, damit die Orkwachen mich hier nicht irgendwie blöd vollmotzen. Komm, Basir! Zeig mir, was du kannst, du fette Drecksau! Du Lurch! Wohin gehen wir denn? Gehen wir mal da lang. So, ich weiß nicht, wie weit ich Abstand nehmen muss. So, das sollte reichen, hoffe ich mal, oder? Komm mal mit! Ja, nicht hacken hier, das ist uncool. Nicht hacken! So! Basirs fette Leiche wird diesen Weg zieren. Ruf in Bensala plus 15 bei 85 jetzt. Und den restlichen Ruf, denke ich mal, werden wir uns holen, indem wir dann Dingens machen hier und so, ne? Also indem wir das mit den Erzrohlingen irgendwie klären. Halt! Irgendein Mörder bringt unsere Leute um.
Weißt du etwas darüber? Ne. Nein. Wir beobachten dich. Gut, das wollte ich noch kurz geklärt haben. Damit können wir wieder zurück nach Bensala. Wobei, ich möchte noch kurz was gucken. Haben wir hier... Kann Marik uns zufälligerweise was über Jagdgeschick beibringen? Nee, bloß Kampf. Musst du mich im Kampf unterrichten? Ja, ja. Der kann bloß Kampf, blöderweise. Aber die starke Schildparade können wir lernen bei ihm. Will ich das denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Bring mir die starke Schildparade bei. Robas Armee hat ein paar wirklich gute Schildkämpfer hervorgebracht. Ein starker Schildkämpfer benutzt die Taktik des Blockens. Lage aus der Deckung heraus. Dann zieh den Schild wieder nach vorne. Aber denke daran, selbst der beste Schild nützt dir nichts gegen Angriffe von hinten. Riesentipps, muss ich sagen. Tipps, die uns das Leben retten werden. Halt, Moment. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ach, Meister mit der Armbrust. Ich dachte gerade irgendwas Meister mit dem Schild oder so, aber Meister mit der Armbrust, okay. Dann können wir von nun an nämlich auch den Paladin-Schild ausrüsten. Okay, haben wir das. So, ich hätte jetzt aber noch gern irgendeinen Jagdgeschick-Typen und deswegen tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen Rumreiserei wird hier. Rumreiserei. Wir gehen mal nach Braga. Braga? Braga, Braga? Braga, Braga. Braga, 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 Braga. Okay. Zurück in die Wüste. Und das ging jetzt ganz fix, denn das war nicht allzu weit. So. Diego, mein alter Freund, du Alunke. Bring mir was bei. Bring mir was über die Jagd bei. Unbedingt. Weiter so. Ja, und nochmal. Gut. So, jetzt sollten wir aber genug haben, um endlich den Zwei-Waffen-Kampf zu lernen. Und deswegen Teleport nach Bensala. Bensala! Go! Und da sind wir auch schon. So, irgendwie klingt Bensala wie so ein Pokémon, finde ich so. Bensala! Bensala, Bensala! Okay. Nicht über das Schmieden, nein, natürlich nicht. Wir müssen zu Daro. Bring uns den Zwei-Waffen-Kampf bei. Ich will den Kampf mit zwei Waffen lernen. Ja! Yeah! Die Kunst des Kampfes mit zwei Waffen erfordert hohe Konzentration. Du trägst zwei Waffen zugleich. Also nutze sie auch. Du kannst schnell blocken und schnell wieder zuschlagen. Geh und übe das. Ich finde die Tipps immer so spitze. Gut, da ging es ja mit den Lernpunkten genau auf. Aber ganz genau. Okay, war jetzt eigentlich sinnlos, die starke Schildparade zu lernen. Denn wir legen jetzt sowieso hier das Schwert an. Aber was soll's. So, nehmen wir das Paladin-Schwert? Nee, Quatsch. Wir nehmen... Nee, das auch nicht. Hier, Wenzel... Ach, wir haben Wenzels Schwert. Ich dachte, ich habe das verkauft aus Versehen. Okay, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber wir gehen jetzt mit diesen zwei Schwertern durch die Welt. Wir können endlich zwei Waffenkampf. Ist das nicht geil? Hier, zack, zack, ja! So muss das sein. Und hier ist man uns jetzt sehr freundlich gesonnen. Alle sind grün mit uns. Wir schlafen noch mal kurz. Ja, hebt mal hier ein paar Münzen auf, genau. Die liegen eh bloß auf dem Boden rum. Und dann einmal schlafen gehen, bitte. So, zack. Jetzt sind wir ein richtig cooler Stecher mit unseren zwei Waffen hier. Und nun, Freunde, geht es nach Bakaresh. Auf in den Westen. Osten, Verzeihung. Ich meine natürlich Osten, nicht Westen. Latschen wir gleich mal hier oben lang. Nein, ich werde nicht gegen die Untoten. Wobei. Ach komm. Gönnen wir uns den Spaß mal. Wir haben ein paar Sparringspartner gefunden. Für unseren Zweiwaffenkampf. Bonjour, Monsieur. Da, da, da. Ja, klappt gut schon mal. So, zack, zack. Da. Jetzt können wir zwar keine Pfeile mehr abwehren, aber ich finde diesen Kampfstil... sehr angenehm, weil das sich sehr flüssig kämpfen lässt damit. Man hat immer eine Waffe parat eigentlich und man schlägt halt auch ein ganzes Stück schneller zu als vorher, weil man eben immer so abwechseln kann. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und dann kann ich auch gut und gerne auf den Schild verzichten, der, wenn man sich so überlegt, eigentlich doch nicht so sinnvoll ist. Also, ich meine,
er ist schon nützlich, wenn man mal einen Angriff abwehren will. Oh, scheiße, das ist nicht gut.